Jo Leute, willkommen hier zu einem weiteren kurzen neuen Shop-Video. Wir schauen heute gemeinsam wieder mal, was in den Shop reinkommen wird. Und deswegen gehen wir auf den Shop drauf, denn er ist auch gleich schon circa in 40 Sekunden da. Gestern gab es hier den seltenen Skin. Mal gucken, was heute reinkommt. 3, 2, 1. Und mal gucken. Oh, okay. Okay, okay. Ich sehe schon einige neue Sachen. Interessant. Und sogar ein neues Paket. Okay, sieht schon mal gut aus. Ich fange mal direkt hier mit dem neuen Hängegleiter an. Brennende Bestie. Oha. Der Ton dazu ist auch mal mega krass. Okay, neuer legendärer Gleiter. Sieht auf jeden Fall heftig aus. Gefällt mir. Dann gibt es daneben noch einen neuen Skin. Einmal hier die Dämonika, die gibt es ja schon. Aber es gab hier einen neuen, und zwar Schwefeltyrann. Der ist jetzt hier neu im Shop. Der sieht auch nice aus. Das ist das Rückenteil. Joa. Ja, ist okay. Auf jeden Fall ein stabiler, trainierter Typ. Sieht auf jeden Fall okay aus. Wo man gerade auch schon gesehen, es gibt noch eine Hacke dazu, und zwar glühend heiße Klingen. Und wie gesagt, hier nochmal die Dämonika. Auch ein sehr nicer Skin. Ich muss sagen, die Sachen hier sind auf jeden Fall nice. Es gibt auch noch ein weiteres Set daneben, und zwar das Set mit dem Tsuki-Skin. Ja, das Kalatech-Set. Ja, ist okay, der Skin. In so einem weißen Look. Sieht ganz nice aus. Es gibt hier natürlich auch männlich. Kupferwespe auch nochmal hier zurück. Sieht auch okay aus. Und einmal noch heftiger Hieb die Hacke dazu. Und hier Stachel, die passende Lackierung. Alles sehr coole Gegenstände. Aber ich muss sagen, hier die Sachen überzeugen mich schon mal viel mehr. Aber es gibt noch an letzter Stelle hier ein Paket, und zwar das Vertex-Paket, wo man 1600 V-Bucks sparen kann. Und ich muss sagen, das ist sogar echt ein sehr gutes Paket. Denn, wie man sieht, man zahlt 2000 und so viel würde man normalerweise für den Skin an sich bezahlen. Man kriegt aber dazu noch hier einmal die Hacke und noch hier diesen Gleiter. Also ich muss sagen, das ist echt ein sehr gutes Angebot. Für nur 2000 geht das auf jeden Fall klar. Das sind dann auf jeden Fall hier schon die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und wie immer könnt ihr gerne mal ganz kurz rechts unten hier auf Unterstützer einen Creator klicken und hier den Code DETO eingeben. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Und jetzt machen wir schon direkt weiter mit den täglichen Gegenständen. Hier gibt es auch sehr seltene Sachen. Aber wir fangen direkt mal an hier mit dem Revolte-Skin. Der ist nochmal zurück nach 174 Tagen. Also wie gesagt, auch schon relativ selten. Ja, ist okay, aber ich ehrlich gesagt habe den Skin nicht so gefeiert. Ah, nicht so mein Fall. Darunter gibt es den Mika-Skin. Der ist zurück nach 128 Tagen. Auch schon relativ selten geworden. In so einem komplett roten Look. Ja, auch ganz nice. Dann gibt es hier einmal Gitarrengang. Fortbewegungs-Emote geht auf jeden Fall ordentlich ab. Zurück nach 136 Tagen. Darunter gibt es hier die glühende Glyphe, die neue Lackierung. Ich zeige mir die ganzen Modelle hier. Wie man sieht, ist animiert. Ja, geht auf jeden Fall klar. Mit diesen Glyphen überall. Echt sehr nice gemacht, muss man sagen. Dann gibt es hier einmal noch den Liedschwinger. Und der ist mega selten. Der ist zurück nach 245 Tagen. Ich zeige mir hier direkt den Ton. Wie gesagt, 245 Tage her. Extrem selten geworden. Auf jeden Fall nice, dass er zurück ist. Und an letzter Stelle gibt es nochmal Zahnseidenwirbler. Ja, war zuletzt vor einem Monat im Shop, ist nichts Besonderes, aber ich finde, das Emote sieht immer noch sehr nice aus. So, und das war es eigentlich auch schon hier mit dem Shop.